verdammt, ich war gerade einkaufen und habe das Brot fürs Grillen heute Abend vergessen. Kein Problem mit meinem Grillbrot. Zieht es euch rein. In eine Schüssel gebe ich etwa 500 Gramm Universalmehl und 1,5 Teelöffel feinstes Meersalz. Mit dem kleinsten Schneebesen der Welt rühre ich das Ganze nur kurz um, bevor ich in 350 ml lauwarmem Wasser eine Packung Trockenhefe einrühre. Das meiste von diesem Hefewasser kommt jetzt zum Mehl in meiner Schüssel. Wie gesagt, nur das meiste. Mit einem Vierzack oder wie auch immer dieses Gerät heißen mag, rühre ich das Ganze jetzt so lange um, bis ich nicht mehr weiterkomme. Dann kurz Hände waschen, die Gabel säubern und ich knete den Teig in der Schüssel, bis kein ungebundenes Mehl mehr vorhanden ist. Der Teig kann danach noch immer relativ klebrig sein, aufgrund des hohen Wasseranteils. Aber keine Sorge, ich fetze nämlich etwas Mehl auf meine Arbeitsfläche und lege den bösen Buben darauf. Jetzt bestäube ich ihn von oben noch mit etwas Mehl, bevor ich ihn auch hier für etwa 10 Minuten knete. Wenn mir dabei der Teig zu klebrig wird, gebe ich einfach noch etwas Mehl dazu. In der Regel mache ich das in den 10 Minuten etwa 4 Mal mit insgesamt ca. 100 Gramm. Dann forme ich den Smoothen Boy in einen wunderschönen Teigball. Ich meine, schaut euch den an. In eine ausgewaschene Schüssel gebe ich jetzt ein paar Spritzer Olivenöl und schmeiße meinen Teigball da vorsichtig hinein. Jetzt lasse ich ihn ein paar Runden drehen, damit ihm schön schwindelig wird und gebe ihm von oben noch ein paar Spritzer Olivenöl, mit dem ich ihn zärtlich einmassiere, bevor ich ihm einen kleinen Klaps gebe. Okay, der war wirklich klein. Deshalb noch einen. Jetzt kommt der Deckel drauf und ich lasse den Teig für etwa eine Stunde gehen. Währenddessen hacke ich etwas frischen Basilikum und presse in eine kleine Schüssel zwei Knoblauchzehen, die natürlich in der Presse stecken bleiben. Jetzt kommt der Basilikum dazu und ich würze mit einer Prise Salz und schwarzem Pfeffer, bevor ich die Schüssel mit Olivenöl auffülle. Dieses Knoblauch-Basilikumöl brauche ich aber eigentlich erst am Ende. Nachdem der Teig aufgegangen ist, kommt der Fatboy wieder auf meine Arbeitsfläche, wo ich ihn mit meinem Teigschneider in 8 ungleich große Stücke teile. Jedes dieser Teile forme ich jetzt zu einem Teigball, indem ich sie wie ein Sackerl nach oben ziehe und dann auf den Rücken werfe. Mit meinen kleinen Fingern drehe ich sie dann zu den eben genannten Teigbällchen. Diese Bällchen kommen jetzt in zwei mit Olivenöl beschmierte Auflaufformen. Und diese Auflaufformen decke ich dann für etwa 30 Minuten mit meinem roten Geschirrtuch zu. Tut euch selbst einen Gefallen und nehmt wirklich ein rotes Geschirrtuch. Während die Bällchen in der Auflaufform ruhen, kann ich den Grill vorbereiten. Bevor ich den Teig aber auf den Grill schmeiße, breite ich sie in der Luft mit meinen Händen nochmal aus wie eine Flade. Diese Flade lege ich dann direkt auf den heißen Grill. Das wiederhole ich natürlich auch mit den anderen Teigbällchen. Ich wende diese Fladen, sobald sie unten eine schöne Farbe bekommen haben. Wenn sie auch auf der anderen Seite schön braun sind, kommen die noch warmen Grillbrote auf meinen Teller, wo ich sie eben mit meinem Knoblauch-Basilikum-Öl einpinsle. Schaut euch diese heißen Dinger an. Eingeölt wie eine Bodybuilderin und braungebrannt wie ein Malle-Urlauber. Jetzt heißt es auseinanderreißen und gönnen. Außen sind sie schön aromatisch und rauchig, innen weich und geschmackvoll. Diese Grillbrote sind einfach genial.